So, mein Lieber, was haben wir hier für ein Problem? Der Schlüssel steckt fest, Alter. Das gibt's nicht. Ich hab das auch seit Wochen nicht mehr von oben abgeschlossen. Das kann doch nicht sein. Sollen wir probieren? Alter. So, wir sind jetzt hier gerade auf der Abercrombie Avenue angekommen, sind jetzt in Venice Beach, waren gerade lecker was essen, können jetzt um 15 Uhr in unser Airbnb einchecken. Deswegen sind wir jetzt hier noch gerade ein bisschen unterwegs. Hanna, Erik und Max sind gerade in einem geilen Vintage-Store, da laufe ich jetzt gerade auch hin. Und der Rest der Bande kommt heute Abend erst dazu. Und dann gehen wir, denke ich mal, ein bisschen was trinken. Wir sind gerade hier in einem Air One, das ist so ein super Supermarkt. Und die Preise sind einfach geisteskrank. Smoothie, $40. Es ist zu krass. Höwe, willst du einen Smoothie haben oder was? $13. 13? Oder so eine schöne Glas. $13. Da würde ich eine herrenhafte Tasche in der Fan sein. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade ins Airbnb angekommen. Schaut euch den Bums mal an hier. Überragend. Erstmal eine Roken. Ja, überzeugt euch selbst. Höwe, das packt schon aus hier. Ich weihe hier gleich den Lokus ein. Der Rest der Bande kommt auch gleich vorbei. Das Bein hinter mir. Ein kleines Update. Max rasiert jetzt Jans Haare. Digga, ich glaub, die Sina spielt. Kleines Voice-Over. Der wird jetzt mal richtig was abrasiert, Digga. Ja. Hast du gerade Angst? Ein bisschen. Machen wir auf Null, ne? Das sieht ja aus, als würdest du das Haar ausfinden, als würde ich oder? Digga, ich sehe gleich aus wie ein gerupptes Huhn, ehrlich. Ja, ein bisschen komisch ist das hier schon alles mit dem Rasierer, aber gut. Ein paar Haare halt ab. So. Und ich weiß nicht, was ich dachte, das ist ja halt so. Ich hoffe, dann das war so. We're not moving, huh? Now we're moving, right? Yeah. Yeah, it took some time. It's great, I'm here. I know we ain't sleeping. We'll make this one for the birds. Okay, wir sind jetzt gerade bei einem Flea Market angekommen. Wir gehen heute ein bisschen Vintage shoppen. Ihr habt wahrscheinlich gerade die Autofahrt gesehen. Wir sind alle sehr gut gelaunt. Laune ist sehr hoch. Heute Abend geht es zum DJ Heartstring.
Bobby hat mir seinen geilen Fischerhut mitgegeben. Den werde ich heute ein bisschen rocken. Was meint ihr? Leave a comment. Subscribe. Right? Okay, Max, give us an update. So Leute, wir haben Thrift-Shopping beendet und sind jetzt erstmal zu den Ort gefahren. Wir wissen noch nicht so richtig, was los gleich weiterhin geht, aber wir, Erik und Hannah, sind das erste Mal jetzt bei den Out. Ich habe den Flying Dutchman bestellt, weil ich dachte, das wäre der große Hype. Das ist aber, das sieht so ein bisschen aus wie so was für einen hohen Zahn. Also der hier, nicht der, das ist meiner. Ja, vielleicht muss ich mir leider mal was weiteres bestellen. Aber wir hatten bisher einen guten Tag, wir fahren gleich wieder Richtung Hollywood, wo unser Airbnb ist, und dann schauen wir später den Sunset auf dem Griffith Observatory, wo man so über die ganze Stadt hat. Und dann machen wir uns so langsam fertig für DJ Hardstream. So guys, enjoy. Oh gosh, it's super hot. Okay bro, what's, like, tell us about the animal fries, why are they so special? Animal fries are a unique innovation that was created by In-N-Out. It is a combination of fries, a bunch of cheese, and a special type of sauce and chopped up tiny little bits of onion on top. And it just coats your mouth with savory, tart, salty deliciousness that people keep on coming back for more. All right, sounds good. Anything to add, Bobby? I am what I am, and that's alright. I'm done fighting my anxiety. I think I might die. If I promise you hide away, pretend you're everywhere. Charge you on the coolest night. I say I'm dying. I'm sure you're in the morning. I'm just a little bit of a dream. Wir wollten gerade zum Observatorium oben zum Parken fahren, gab es kein Parken, mussten wieder nach ganz unten. Jetzt laufen wir nach oben. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße, das wird ein langer Walk. Max, little update. So Leute, wir sind gerade hier am Griffith angekommen. Und das ist hier, wir sind hier ganz oft hingegangen, weil da oben stehen immer so viele Leute. Und jetzt auch über die ganze Stadt den geilen Ausblick. Wir haben den Sunset jetzt auch noch dabei. Also, traumhaft. Can I pet that dog? Can you drop it? Oh. Oh. Max, can you hold my camera? I need to go in. Here's a Roman bar that has 5 stars. Yeah, do you guys want to go to the bar? Yeah, it's really perfect right now. Wir wollten ein Gruppenfoto haben und da war ein Typ mit
Kamera-Equipment, was sehr professionell aussah. Das heißt, wir nicht so schnell. Ihm natürlich die Kamera gegeben und haben voll gevibed in dem Gruppenbild. Und dann turns out, die Bilder werdet ihr sehen. Er hat uns einfach komplett nicht richtig drauf gekriegt. Das erste ist verschwommen. Das zweite ist, jetzt blenden wir dann hier ein, ist komplett abgefuckt. Max, war das zu scharf? Das war so scharf. Ich habe extra nach einer Chili-Flocke weniger gefragt, aber es ist nicht gut gewesen. Aber hast du fein aufgegessen hier. Aber es war lecker. Forever. Jesus Christ.